Ich hatte euch ja schon vor einiger Zeit die Umarex Glock 17 Gen 4 in 6mm BB gezeigt. Ich habe auch schon hier und da mal Videos gemacht, zum Beispiel das Aufzeigen Dienstpistole 3 anhand dieser Waffe mit dem Bubelschaft. Ich habe euch gezeigt, wie man zum Beispiel Intervallserien zu Hause trainieren kann. Der Primärgrund, weshalb ich Umarex um eine Leihstellung der Glock 17 Gen 4 in 6mm BB gebeten hatte, war für mich die Frage, kann ich mit einer Airsoft-Pistole wie diese Gen 4 Glock 17 realistisch trainieren zu Hause, um meine skisportlichen Leistungen mit einer korrekten Glock 17, wie meine Gen 4 FS, zu verbessern. Ein kleines Zwischenfazit dazu. Nein, ich sehe das nicht unbedingt, was die Schießleistung als solches betrifft. Dazu sind die Unterschiede der Airsoft-Variante gegenüber der richtigen Variante einfach zu groß. Die Abzugscharakteristik ist eben nicht wirklich die einer wirklichen Glock 17. Dieser krabbelnde, kratzende, harte Abzug einer scharfen Pistole ist nicht mit der Airsoft zu vergleichen. Leider Gottes ist es halt auch so, dass die Maßhaltigkeit zwischen der Airsoft und der richtigen leichte Toleranzen haben. Das ist nicht weiter schlimm. Bedeutet aber, dass die Airsoft-Variante nicht unbedingt in meine bereits vorhandenen Holster passt. Aber was ich mit einer Airsoft zu Hause super trainieren kann, und dafür spreche ich eine ganz deutliche Empfehlung aus, sich so ein Teil zuzulegen, ist das Muskelgedächtnis. Eins der maßgeblichen Grundlagen des Skisportes im Umgang mit der Waffe ist das Muskelgedächtnis. Das heißt, die Wiederholbarkeit von Bewegungsabläufen. Hier wurde ich zum Beispiel bei den letzten Review-Vorstellungsvideos der scharfen Pistolen zusammen mit der Shooters Corner, ich habe es selber gemerkt, ich wurde auf der Range von der Shooters Corner darauf hingewiesen, ich wurde auch vom Gecko darauf hingewiesen, dass zum Beispiel bei den Intervallserien ich mit den Armen zu weit runtergehe, wo ich normalerweise die Fertigstellung 45 Grad wäre in etwa, gehe ich wesentlich weiter runter. Um diese Flausel mir auszutreiben, da sehe ich dieses Ding hier, diese Airsoft, tatsächlich. Denn ich habe zu jeder Tag- und Nachtzeit die Möglichkeit, bei mir zu Hause im Keller genau diese Abläufe zu trainieren. Ob ich jetzt eine PPC 1500 App auf dem Smartphone installiere, weil ich brauche ja keinen Gehörschutz, wenn ich zu Hause mit der Airsoft trainiere, oder ob ich den CED 7000 Shottimer verwende, spielt absolut keine Rolle. Ich kann wunderbar trainieren, dass ich immer nur diese Bewegung in die 45 Grad reinmache. Das kann ich in der Fülle, in der Häufigkeit und Intensität auf dem Schießstand gar nicht realisieren. Jedenfalls ich nicht, weil ich bin nun mal nur 2 oder 3 Mal im Monat auf dem Stand, ohne Wettkämpfe, versteht sich. Aber wenn ich dann auf den Wettkampf gehe und ich fange dann an, mich darauf zu konzentrieren, dass ich ja nicht weiter als die 45 Grad gehe, ey, dann ist es zu spät. Also habe ich hiermit wunderbar die Möglichkeit, bei mir zu Hause im Keller, und das kann ich euch nur empfehlen, genau diese Abläufe zu trainieren. Es ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, Dinge wie Ziehen und Schießen für EPP zum Beispiel zu trainieren. Dieses tatsächlich und direkt in den Anschlag gehen. Das kann ich zu Hause wunderbar trainieren. Und damit kann ich zu Hause auch das Trockentraining um einiges interessanter machen und um eben genau diese Bewegungsabläufe und Faktoren erweitern. Ich denke mal, wenn ich überlege, roundabout 180 Euro für eine vernünftige Airsoft ist eine gute Investition, um seine Leistung zu verbessern. Ich werde nicht vollumfänglich alle Bereiche des Skisports damit abdecken können. Und schon gar nicht, ob ich jetzt mit einer Glock den Vergleich anstellen kann. Das wird nicht funktionieren. Aber ich habe die Möglichkeit, Bewegungsabläufe und damit das Muskelgedächtnis intensiv und ausgiebig zu trainieren. Und was ich zu Hause 100- oder 1000-fach gemacht habe, wie eben diese Bewegung, 45 Grad, nicht weiter. Ich kann mir Sperren hinstellen, damit meine Arme eben nicht weitergehen als die 45 Grad und wieder hoch ins Ziel. Dann lernt der Körper das, er speichert sich diese Abläufe ab und kann sie dann tatsächlich auf der Range, im Training wie auch im Wettkampf besser umsetzen und ihr spart dadurch Zeit und vor allem ihr spart sau viel Geld anhand von Munitionskosten.
Und damit kann ich euch nur empfehlen, legt euch so ein Teil zu. Das macht mehr Sinn als eine Schreckschusspistole zum Beispiel. Und übt damit. Ihr könnt im Keller problemlos, ob jetzt geladen mit Gas oder ohne, ihr könnt diese Bewegungsabläufe trainieren. Und darauf kommt es letzten Endes an. Und von daher sage ich, nein, ich kann zwar nicht meine Leistung an meiner richtigen Glock hiermit verbessern, aber ich kann meine Bewegungsabläufe so weit intensivieren, dass ich doch eine Verbesserung auf der Range erziele, weil ich eben Muskelgedächtnis aufgebaut habe. Und darauf kommt es nun mal an.